Liebe Schwestern und Brüder, um zu verstehen, wie der Prophet der Erwartung heute an unsere Tür klopft, wie es einmal Edith Stein von Jesaja gesagt hat, um das zu verstehen, unsere Lesung, müssen wir in dem Kapitel, aus dem wir einen Abschnitt hörten, ein wenig nach vorne schauen. Dort heißt es nämlich, sie sprechen zu den Sehern, seht nicht, sagt uns Schmeichelhaftes, schaut uns Täuschungen, weicht ab vom Weg, biegt ab vom Pfad, schafft fort von unserem Angesicht den Heiligen Israels. Das ist ein Wort des Jesaja, das an seiner Aktualität nichts verloren hat. Es könnte heute in jeder Kirchenzeitung stehen. Seht nicht, sagt uns Schmeichelhaftes, schaut uns Täuschungen, biegt ab vom Weg, fort von unserem Angesicht mit dem Heiligen Israels. Die Wende, die eintritt und die wir gehört haben in unserem Abschnitt aus Jesaja, beständig werden deine Augen deinen Lehrer sehen. Man muss dieses Wort besonders auf sich wirken lassen. Beständig werden deine Augen deinen Lehrer sehen. Deine Ohren werden hinter dir hören ein Wort. Dies ist der Weg, geh ihn. So klopft der Prophet Jesaja heute an unsere Tür. Nicht abzuweichen vom Pfad. Das Schmeichelhafte, das Eingängige, das täuschend echt aussieht. Das ist der Weg in die Irre. Das ist der Weg, der nicht weiterführt. Der Weg, der sich permanent im Kreis dreht. Wir können das beobachten, manchmal auch bei uns selber. Nein, wir sollen beständig auf unseren Lehrer sehen. Und wem käme nicht das Wort in den Sinn, dass Jesus von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin euer einzig wahrer Lehrer. Deine Augen werden beständig deinen Lehrer sehen. Deine Ohren werden hören hinter dir ein Wort, dies ist der Weg. Und wir können es genauer sagen, dieser ist der Weg. Geh ihn.